Ja, was passiert, wenn eine Säure mit einem Metall reagiert? Tja, egal welche Säure, egal welches Metall, könnte man schon fast sagen. Wichtig dazu, wie stellt man die Reaktionsgleichung auf und gleicht es aus? Aber wir fangen natürlich erstmal mit einfachen an. Es gibt noch andere Videos überhaupt zum Aufstellen und Ausgleichen, aber das ist jetzt egal. Weshalb ich so viel rede? Dieses Video führt dann hier per Link direkt an die Stelle des Unterrichts. Also meiner Unterrichtsmitschnitte, und die sind manchmal ganz schön lang, sodass die Schüler sich nicht zurechtfanden oder die Zuschauer, sodass ihr genau da hinkommt, wo ihr hin wollt, nämlich hierhin. So, ja, ich hoffe, dass die Links schon erschienen sind und ich würde mich freuen, wenn ihr, bevor ihr auf den Link klickt, nochmal den Daumen hinterlasst, damit ich weiß, wie gut das ankommt, ob das funktioniert und so weiter. Wir sehen uns im Unterricht wieder. Bis dahin.